Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier, Jakarta irgendwo in Thüringen, Version 3.1.0.1. Ich fahre die Unterstrecke mal zurück zum Hof. Genieße mal die Landschaft hier. Die Ernte, das dauert noch einen Tag. Ja, leider ist das so. Das war perfekt trocken jetzt, ne? Aber ist auch so. Naja, mit 9 Tagen ist doch ganz schön heftig. Und ich überlege mich jetzt gerade, was wir noch machen könnten. Was Sinn machen würde. Eine Wand wäre Paletten zum Dings bringen, zum Schlachthof. Ich hätte ja theoretisch 4 Bullen zum Abgeben. Aber ein bisschen warten, haben wir 6 oder 7. Naja, gut, das lohnt sich auch noch nicht, ne? Schweineanfang lohnt sich jetzt auch nicht, weil wir im Prinzip die Ernte in der kommt und dann eher an sich keine große Ablenkung gebrauchen kann. Bäume in dem Sinne, naja, wäre eine Option, ne? Bäume fällen. Aber wirklich keine gute Option, im Sommer Bäume zu fällen. Na, nö. Mal gucken, ne? Ah, in die Milch zum globalen Markt fahren. Das, genau. Die Milch fahren wir zum globalen Markt. Das bietet sich an, dann können wir gleich morgen umgekehrt da gleich kaufen. Ne? Also im Prinzip, ich werde jetzt nachher kurz Pause machen und dann nachher mit dem Marsch beginnen. Und dann könnte ich da gleich die Milch kaufen. Könnte ich. Dann könnte ich da gleich mal Dünger verkaufen, dann hat sich das wieder einigermaßen ausgeglichen. Theoretisch. Ob ich so meine. Ja, aber das mit dem Gras, mit dem Rest, das weiß ich nicht genau. Luzerne und Clay. Muss ich mal schauen. Dass wir beim Mähen nächstes Mal in die Breite gehen und dafür Schrott machen, ne? Ja, ist ja halt mal so, ne? Es geht nicht weg. Ich hab's probiert mit Striegeln. Halt liegen. Und bei Regen geht's auch nicht weg. Das könnte am meisten plus plus liegen. Theoretisch. Sonst wird's bei Regen verschwinden. Also wird sie auflösen. Ich guck, wo ich einen LKW habe. Einen LKW habe ich jetzt beim, beide jetzt beim Hof, Hof 1. Ja. Nicht gut. Aber ich habe noch einen dritten gehabt normalerweise. Wo ich den nicht lassen. Könnt ihr auch theoretisch mir einen kleinen Mechaniker kaufen und dann automatisch fahren lassen. Das sind ja etliche so über 100.000 zu fahren, ne? Mal gucken. Können wir einen Traktor nehmen vom Mistfahrer, den können wir ja nehmen. Weil Mist haben wir jetzt 2 Fahrer gehabt. Und die Silage bringt ja ein bisschen Geld jetzt ein. Und da wollte ich dann die Gülle fahren lassen. Also ich wollte im Prinzip jetzt vom Mist weg zu Richtung Gülle. Weil dann mit dem Förderband, das läuft nicht automatisch schon. Nicht so wie es soll. Immer so. Und das soll aber von allein laufen normalerweise. Wenn ich 7 Folgen anfange, dann soll so lange fahren, bis der Mistlager leer ist. Ne? Und das ist. Das klappt nicht, weil das Förderband entweder nicht mehr greifen kann oder das Förderband geht aus. Das andere Förderband vom Original braucht so viel Platz. Das funktioniert auch nicht richtig. So, Düngersteuer, den stellen wir daneben den weißen hin da oben. Der andere ist ja in Vorbereitung für. Feld 29. Sobald das nächste Mal Wachstum durch ist, dass wir da. Ja. Düngen können, ne?
Jetzt habe ich mal den Tag nicht gemerkt, wann das letzte Mal gewachsen ist, auch schon eine Weile her. Naja, müsste dann eigentlich dann morgen wachsen, wenn wir gerade keine Zeit haben. Obwohl, Düngen macht er ja von alleine, das klappt ja ganz gut. So, den Traktor können wir auch dran lassen. LKW suchen, müsste eigentlich hier noch einer sein. Eigentlich. Und wenn nicht, haben wir... Ach so, ich wollte ja... Ah ja, genau. Schnellen Traktor und Anhänger kaufen. Da können wir den schnellen nehmen, den Sprinter. Dann kann ich es automatisch machen lassen, ne? Ach, da vorne ist der LKW. Jetzt sehe ich den. Aber ich brauche ja sowieso einen Anhänger. Und zwar... So einen kleinen 18.000er, aber mit Dolly wollte ich nicht nehmen. Oder Güllefässer nicht, das macht keinen Sinn. Miststreuer, Einzelkorn, diverses, ja. Ja, Feld löschen, das ist ja, kann man nutzen, ne? Wer es mag. Oh. Hab hier schönes. Ah, genau. Das wäre eine Option, ne? Fahrgestell. Das wäre doch was, ne? Dann nehmen wir mich dazu. 100.000 Liter. Wasser? Ja, okay. Aber mich. Ach, hier mit. Gut. Also ich teste das mal, ne? Und... war ja das war ein Hakenlift, das war ein Hakenlift. Gülle und Gärreste und Wasser. Das war Container aussatteln, achso. Fahrgestell. Das wäre gar nicht so schlecht. Im Prinzip ist das perfekt. Weit, chrom. Weit. Für die Straße ist so eine Bereifung nicht ganz gut. Da könnte man sogar einen Traktor nehmen, ne? Wir fahren mal los. Haben wir gekauft. Und zwar nur für Milch. Und hoffen, dass das entsprechend auch klappt. Und den Trigger erkennt, ne? Das ist ja das nächste, was sein könnte, was nicht funktionieren könnte. Aber gut, das werden wir gleich sehen. Ich wollte ja eigentlich nur das klein nehmen, aber für 18.000 Liter ist von einem Pferd und doch, da fährt er sich doof und dämlich, ne? Gut, 100.000 ist übertrieben. Also wenn das 30.000 gewesen wären, wäre das auch okay. Aber ein Fahrzeug direkt mit Deichsel, das wollte ich eigentlich vermeiden. Weil, weil es einfach zu sehr blockiert, ne? Es hakt irgendwo fest. Und da, das funktioniert nicht. Und gar nicht mit automatisch fahren. Warum das jetzt so ist, keine Ahnung. Ist halt so. Muss ja irgendwo dran liegen, dass es so ist.
sag mal, viele Fahrzeuge ins Programm aufnehmen, ist mal so eine Sache, und das kann irgendwo was dann liegen, wo es dann hakt, ne? Irgendwas. Keine Ahnung, was. Schau mal. 10. Der Traktor ist sehr schnell. Mit 140 oder so, 144 kann man fahren. Ist ideal, um was mal zum Händler zu fahren, was zu kaufen, ne? Was zu holen. Ah, da ist er schon da. Ja, das ist auch von unserem Häcksler nochmal. Guck mal. Wie das klappt. Das klappt schon mal. Das wäre jetzt so ein anderes Gerät mit einer Anhängerkopfvorrichtung mit Deichsel oder sowas ungünstig, ne? Das wäre ja kaum zu handeln, ne? Ob das jetzt auch so klappt? Original. Perfekt. Auf zur Kuh. So. Kontrolle. Geht Blinke. Geht. Bremse. Naja, rückwärts fahren, ne? Ja, auch geht. Und MI Milch 01. Gut. Original. Halt nach vorne schauen. Dann fahren wir zum Kuhstall, ob der annimmt, ne? Und dann, ja, ne? Aber wir fahren mal zum Kuhstall. Da ist noch ein anderer Anhänger. Ja, müssen wir mal wegfahren. Oder gleich verkaufen. Weil die verkaufen dann gleich. Ja, auch kein Platz für so viele Anhänger. Ich habe ja hier für Gülle dann fast da, für Gäre dann fast da. Also viel Fässer, und das ist irgendwann ja zu viel. Wenn dieser Anhänger funktioniert, dann ist es. Dann ist ja voll. Ah ja gut, dann kann man nicht verkaufen. Ich muss mir erstmal den Milch wegbringen, ne? Okay. Bremse. Vollgas. Das ist eine gefährliche Ecke hier. Oh mein schönes Mais. Oh, Unfall. Aber ich glaube, hier Fruchtverstärkung nicht drin, oder? Ja. Ah, ich habe es auch deaktiviert. Gut, die Delle kenne ich. Aufpassen.
keiner gesehen. So, Bremse. Hier ist die Güllene her für meinen. Ja, Kuhstall. Vom Kuhstall. So. Gleich mal rechts abstellen, links. Und mit dem LKW mal die alle Anhänger entfernen. Beiseite fahren. Ja, so ist das, ne? Aber jetzt werde ich munter. Ja, heute am Freitag gucke ich so. Door. 65. Freut mich. Und gestern waren es, oder vorgestern, oh, 64. Ey, super. Ich sage ja, das ist ganz komisch. Das erste Jahr lief gar nicht. Gut, da habe ich persönlich auch viele Fehler gemacht. Unerfahren, wie ich war. Ne? Ich denke mal, das ist normal. Von nichts eine Ahnung. Jo, ein Jahr Prinzip. Keine Aufrufe. Überlegt, das gibt's doch gar nicht. Aber das ist so. So, mal gucken, ob der eine Anhänger funktioniert. Ja, der Anhänger, der. Ja, Mist, Stroh ist aktuell nicht drin, von daher kommt kein Mist. Sonnenblumen. Freuen sich die Bienen. Da oben. Ja, ist so schön, mit der Ernte beginnen können. Trocken ist es ja, ne? Sonnenschein. Naja, vielleicht morgen. Innen gehen wir nicht jetzt, ne? Ich wollte sehen, ob ich das mit dem auf die Milch annehmen kann, ne? Das ist ein Problem. Da müsste ich mit dem Audreif hier was korrigieren, dass der nicht hier durch den Stall durchfährt oder durch die Scheune. Weil ja, der hält da oben immer an. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Also er kommt nicht zum Trigger ran. Entweder weil der Trigger glaubt er schon da oder irgendwie anders, weil das ein Fehler ist, ne? Weiß ich nicht. Gucken mal. Das klappt. Junge, das klappt. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal ein schönes Dankeschön fürs fleißig Reinschauen. Und ein schönes Dankeschön fürs fleißig Abonnieren. Ja, wir nähern uns der nächsthöheren Marke. Vielleicht haben wir das ja noch, die 100 vielleicht. Wenn die Zuwachsrate so bleibt, ist das zum Ende des nächsten, dieses Jahres sicherlich möglich, ne? Also nicht, wäre schön, ne? Ist so ein kleines Ziel. Ich mache fleißig weiter und wenn ihr mal was habt, Wünsche, Ratschläge, Tipps, immer gerne gesehen. Einfach nutzen die Kommentarfunktion. Dafür ist sie da. Und kann genutzt werden. Ne? Keine Scheu, ich weiß nicht. Versuche immer zeitnah zu antworten. Ansonsten, wenn keine Kommentare kommen, ist auch okay. Ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Sag mal so, wer irgendwas verschreiben möchte, kann es tun. Und wenn nicht, nur halt nicht. Ne? Hauptsache wird geguckt, das ist immer entscheidend. Na, tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.